Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Classic Review und zwar zu Backlash 2009. Das fand am 26.04.2009 statt und an meiner Seite ist natürlich wie immer das Wrestlepedia Mischa. Jo, guten Abend. Ja, Backlash, was ja lange Zeit traditionell die Pay-Per-View-Ausgabe nach WrestleMania war. Ich weiß nicht, ab wann es losgegangen ist. Weißt du es? 2004, glaube ich. 2004? Gab es nicht 2003 auch noch? Mit Goldberg gegen Rock? War das auch nicht bei Backlash? Das kann sein, ja. WrestleMania 19, Backlash 2003, ja. Ja. Also sehr, sehr lang kann auch sein, dass es noch weiter... Backlash 2002 gab es auch. Ja. 2001 auch. Ja. 2000? 2000 auch. 99? Ja. Aber 98 immer. Nein. Also von 99 bis 2009 gab es Backlash immer traditionell nach WrestleMania. Genau. Bis 98 war es übrigens WWF In Your House 21 Unforgiven. Alles klar, In Your House Era. Genau. Die gute alte In Your House Era. Wobei die ja da schon fast zu Ende war, 1998, das war ja schon die Attitude Era. Ja, das stimmt. Da gab es die schöne Era. Eine der besten Era. Wie man es nimmt, ja. Ja, die In Your House Era war ja, naja. Bis auf den Main Event immer shitty. Ja, Bret Hart gegen Shawn Michaels, das war ja immer so. Ja, Bret Hart, Shawn Michaels, Razor Ramon, British Bulldog, Owen Hart. Der Rest war aber immer shitty. Richtig, genau. Aber vielleicht kommen wir mal irgendwann mal dazu. Ich bezweifle es, aber mal gucken. Auf jeden Fall, Backlash 2009 war ja bis, wie gesagt, 2009 immer der Pay-Per-View nach WrestleMania gewesen, wo ja öfters die Rematches gab. Dieses Mal war es dann, aber danach war es dann lange Zeit nicht mehr der Fall, dass es Backlash kam. Also bis 2016, da kam es ja wieder, das war die Ausgabe nach dem SummerSlam 2016, über die wir auch eine Review war gemacht. War das da, wo AJ den Titel geholt hat, oder war das noch Mercy? Nee, das war richtig, da hat AJ den schönen Titel gewonnen. Was war denn bei Backlash war doch der Main Event im Opener, oder? Nee, das war nur Mercy. No Ach so. Mercy. Ah, ja. Genau, 2016 war er zuletzt, also da war der Pay-Per-View und natürlich 2017, was ja vor uns vor kurzem war, wann ihr es seht, dann wahrscheinlich ein bisschen länger her. Backlash 2017, was ja dann mit nicht mehr nach WrestleMania war, sondern immer, jetzt mittlerweile gefühlt random irgendwie manchmal Backlash kommt. Mal sehen, wann es nächstes Jahr kommen wird. Mal sehen, aber wie gesagt, Backlash traditionell immer nach WrestleMania, was ja eigentlich nicht immer schlecht war. Gerade dieses Jahr, also 2009, war auch ein ordentlicher Pay-Per-View. Auf jeden Fall. Genau, und da würde ich mal sagen, gehen wir nochmal kurz zu den Eckdaten, bevor wir komplett die Card besprechen. Die fandet in der Providence, Rhode Island, in der Dunkin' Donuts Center. Jerry Lawler, Jim Ross und Michael Cole waren die Kommentatoren. Die Buy-Rate war 182.000 und der Pay-Per-View-Theme war Season von The Veer Union. Genau, so viel zu den ganzen Eckdaten. Kurz zur Erwähnung, der Roster-Split war immer noch vorhanden, aber es gab schon, glaube seit 2007 keine Brand-Pay-Per-Views mehr. Also ich glaube, Noah 2007 war der letzte. Soweit ich das weiß, für eine längere Zeit auf jeden Fall. Und ja, dann würde ich mal sagen, fangen wir auch direkt mit dem Opener an. Und zwar das ECW Heavyweight Title Match zwischen dem Champion Jack Swagger gegen Captain Charisma Christian. Genau. Es war ein ziemlich guter Opener, 3,25 Sterne. Beide kommen aus WrestleMania. Beide, beziehungsweise gut, Christian war im Money in the Bank Ladder Match und Jack Swagger war nicht mal auf der Card. ECW halt. ECW. Die schafft sich noch auf die Card als World Title, aber gut. Ja, hatten wir, wie gesagt, ein solides Match, 3,25 Sterne. Kann man nichts gegen sagen. Beide sind ja gute Wrestler und 11 Minuten Zeit gekriegt, hat gepasst und mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen. Genau, gegen 11 Minuten. Meltz hat 3,5 Sterne gegeben. Ja, war ein ordentliches Match auf jeden Fall. Schöner Opener, schöner Start. Jack Swagger ist ja kein schlechter Wrestler, das haben wir ja nie gesagt, nur halt als Champion und als World Champion ist er nicht würdig, meiner Meinung nach. Und ja, Christian ist neuer ECW Champion
Und man kann ja auch so viel sagen, er war ja nicht, er war zwar nicht der letzte Champion, aber es war einer der letzten Title Runs. Es gab ja noch, glaube ich, noch zwei, drei, bis dann der Titel eingestellt wurde. Genau. Und dann gab es das Legendenduell, kann man so ziemlich sagen. Und zwar zwischen Chris Jericho und Ricky the Dragon Steamboat. Das Match war fantastisch, fand ich. Ganz besonders hervorzuheben ist, dass Ricky Steamboat schon in einem gewissen Alter war. Also das war 2009, das war vor 8 Jahren, also war er 56. Und dann hat er hier mit Chris Jericho ein wirklich tolles 3,5-Sterne-Match gezeigt. Mit 56 Jahren, das ist schon Hut ab. Er hat sogar ein paar, in Anführungszeichen, High-Flying-Aktion gezeigt, halt, was man damals auch so gezeigt hat, mal so ein, hier, wie heißt da, da, nee, wie heißt da, Double X-Handle, genau, vom Top Rope, sowas hat er halt gezeigt, oder man Topi nach draußen, also so einen normalen Topi, kein Running oder so, kein Cornilo oder so, halt einen normalen Topi, und ja, Jericho hat gut dagegen gehalten und hat natürlich am Ende gewonnen. Des Matches daraus resultiert, als wir bei WrestleMania quasi das Legends-Match hatten. Da war ja eigentlich Jericho gegen Mickey Rourke geplant, der Schauspieler, der bei The Wrestler mitgespielt hat. Aus irgendeinem Grund ist das Match aber nie zustande gekommen. Wahrscheinlich, weil Mickey Rourke keinen Bock hatte, irgendwie was im Ring zu machen. Weshalb es stattdessen dann Jimmy Snuka, Ricky Steamboat und Roddy Piper gegen Chris Jericho gab in einem 3 gegen 1 Handicap-Match. Und ja, Jericho hat die Legenden gekillt. Nach 9 Minuten hat danach noch ein bisschen Mickey Rourke angegriffen, verbal, und Mickey Rourke hat ihm dann in die Fresse gehauen. Und das hat sich dann alles nochmal gedreht und gewendet, dass wir jetzt hier nochmal Ricky Steamboat gegen Chris Jericho hatten bei Backlash. Was auf jeden Fall interessant ist. Ich habe keine Ahnung mehr, wie das zustande kam. Aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Man hat die richtige Entscheidung getroffen. Ich meine, Jimmy Snuka war damals schon am Sack. Das hat man auch bei WrestleMania in dem Match gemerkt, genauso wie Roddy Piper. Also die hätten wir auf jeden Fall nicht ins Singles-Match stecken können. Und Ric Flair war zu dem Zeitpunkt eh retired, also den hätte man auch für so ein random Backlash-Match nicht aus dem Retirement holen müssen, schrägstrich sollen. Und deshalb hat man mit Ricky Steamboat alles sicher gemacht. Ein schönes, kleines Nebenprogramm für Chris Jericho. In einem schönen Match hat er hier nochmal den Sieg geholt, hat nochmal ein bisschen Heel-Heat aufgebaut, weil er hier natürlich eine Legende geplättet hat. Und von daher perfektes Match. Ja, Ricky Steamboat natürlich auch eine Legende, kann man ja so viel sagen, der gerade natürlich gute Klassiker-Matches mit Ric Flair hatte. So wie ich hier sehe, 4 5-Star-Matches von Meltzer gekriegt. Insgesamt hat er 5 5-Star-Matches hingekriegt. Schafft man auch nicht. Ob es jetzt alle 5-Stars ist, eine andere Sache, aber wenn Meltzer schon 5-Stars ist, dann muss schon was heißen. Hat natürlich auch ein unvergessenes Match bei WrestleMania 3 gehabt gegen Randy Savage um den Intercontinental Title, Oh ja. was zur damaligen Zeit richtig, richtig gut war. Was auch so ein Match wäre, was man auch heute bringen würde. Sehr, sehr geil, das Match. Auf jeden Fall war auch für mich der Showstealer bei der WrestleMania. Einfach, weil es einfach ein geiles Match war. Und da war natürlich ein Ricky Steamboat ein fantastischer Wrestler. Er war einfach Weltklasse. Und er ist natürlich nicht so gut wie vor 20 Jahren. Das war aber auch jedem klar. Aber trotzdem in so einem Alter noch so ein gutes Match rauszuholen oder so ein gutes Match zu worken mit Chris Jericho. Und mit Chris Jericho hat er natürlich auch einen guten Partner gehabt. War das Match einfach gut. 3,5 Sterne würde ich auch geben. Stimme ich einfach Meltzer mal zu. War sehr, sehr schön. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, dieses Match anzugucken. Und ja, Chris Jericho hat gewonnen, was ganz okay ist, weil ich denke mal, Ricky Steamboat bringt der Sieg nichts, weil für ihn ja kein längerer Run vorgesehen war. Ich weiß ja nicht, ob er danach noch Matches bei der WWE gemacht hat. Ich glaube, nein. Ich glaube auch nicht. Ich guck mal nach. Hausshow. Hausshow, genau. Hausshow gegen Drew McIntyre. Hat er ihn regelmäßig besiegt, alles. Geil. Ach so, Sheamus auch. er hatte ein Match gehabt bei FCW mit seinem Sohn. Stimmt. Das ist ja cool. Aber auf Cool. jeden Fall, ja, Ricky Steamboat, absolut großartiger Wrestler der 80er Jahre und der 90er natürlich. Eines der obersten Babyfaces vielleicht sogar aller Zeiten, hat aber auch gegen den wahrscheinlich größten Heel aller Zeiten eine Fehde gehabt, gegen Ric Flair, der ja Heat gezogen hat wie kein zweiter. Er war ja Und auch komplett die ganze Zeit eigentlich auch nur ein Face, also er war kaum Heel. eben, er war ja nie ein Heel. Und er ist halt auch
hat einfach einen unglaublich guten Stil gehabt für die damalige Zeit, so ein Stil, den man ja eher so aus der heutigen Zeit kennt quasi schon. Also der war seiner Zeit schon sehr voraus mit einigen Dives und mehreren Aktionen vom Top Rope und so ein Kram. Also Ricky Steamboat, absolut fantastischer Wrestler. Natürlich einerseits schade, dass man ihn nie so selber erlebt hat, weil das wäre schon cool gewesen. Aber so ist es halt leider. Dafür haben wir Ja, heute die heutigen Retter. gibt es das WWE Network, da kann man sich alle Ric Flair Matches angucken mit ihm. Man kann, Richtig. empfehle ich jetzt mal eine kleine Show-Empfehlung, ja. NWA Great American Bash 1989. Absolut großartige Show. Die Show muss man gesehen haben, meiner Meinung nach. Die Show war so geil. Die habe ich vor 3 Wochen, glaube ich, gesehen. Wann hast du Fantastisch. geguckt? Vor was? Wann hast du geguckt? Vor 3 Wochen oder so, ist schon ein paar Tage her. Gab es auch Sting gegen Great Muta, Lex Luger gegen Ricky Steamboat, Wargames Match und im Main Event ein 5-Sterne-Match, meiner Meinung nach, zwischen Ric Flair und Terry Funk. Göttliche Show. Also wer die geile WCW mal sehen will und nicht die Fair Vince Russo der Scheiße, der kann sich Auch den eine Pay-Per-View Paul-Match. genau, der kann sich den Pay-Per-View angucken. Geile Show. Also gerade die letzten 4 Matches sollte man sich geben, die sind richtig, richtig stark. Das war, glaube ich, NW was? NWA Great American Bash 1989 Glory Days. Das war, glaube ich, mit dem besten Lex Luger Match, was ich je gesehen habe. Ja, das ist auf jeden Fall schon mal eine Match-Empfehlung, die du rausgehauen hast. Die gute alte WCW zur damaligen Zeit wahrscheinlich sehr, sehr gut gewesen. Aber gut, mehr kann man zu dem Match auch nicht sagen. War wie gesagt ein schönes Match. Chris Jericho gewonnen, hat weiter Heat gezogen. Das ist auf jeden Fall sehr schön. Und mich hat es gefreut, Ricky Steamboat auch hier bei einem Match zu sehen. Eine Legende natürlich, hat man natürlich, wie ich schon erwähnt habe, nicht seine großartigen Leistungen aus den 80ern rausgebracht. War einfach nicht möglich. Aber trotzdem, er hat das Beste rausgeholt, finde ich. Ja. Von daher kann man zufrieden sein. Kommen wir direkt zum nächsten Match. Und ja, Kane gegen CM Punk. Ja. Ja. Match war shit. CM Punk als Kofferträger geht da ins Match und kriegt erstmal eine knackige Niederlage. Wir sind im Jahr 2009, ich glaube, wir besprechen den Pay-Per-View noch, wozu oder wohin der Koffersieg von CM Punk führen wird. Da wird ja Kane später auch nochmal eine Rolle spielen. Hat man hier vielleicht schon ein bisschen halt das Foreshadowing gemacht, dass halt Kane den zukünftigen World Champion Punk halt einfach pinnt. Aber das Match an sich war shitty. War das zweitschlechteste Match am Abend. 1,5 Sterne hat Meltzer gegeben. Joa, das kommt hin. Joa, ich gebe einen Stern. War einfach Kacke. War natürlich eins der schlechteren CM Punk Matches. Aber gut, das war zumindest zum Glück eine Niederlage, die nicht Auswirkungen auf seine Karriere hatte. Und wohlgewöhnlich ist hier auch hier der Money in the Bank Kofferträger wird scheiße dargestellt. Das war bei CM Punk auch nicht anders. Gut, darf ich mal sagen, gehen wir direkt zum I Quit Match zwischen den Hardys und zwar Matt Hardy versus Jeff Hardy. Das letzte Aufeinandertreffen. Switch war gut. Das bei WrestleMania fand ich ja recht shitty zwischen beiden. Aber das war wesentlich besser. Hier haben sie ein bisschen Zeit gekriegt. Bei WrestleMania haben sie ja gefühlt 10 Minuten gehabt. Und hier hatten sie mal fast 20 und ja, Das war bei halt. WrestleMania war ein von plumpes Rumgespotte. Ja, das war das hier auch, aber das war besser. Ja, deswegen, aber Es war hier halt hat es einfach mehr Sinn. 20 Minuten Zeit. Die Hardys, I quit, no DQ-Regeln. Also haben sie sich da alles gegenseitig in die Fresse gehauen und ja, jeder kennt den Endspot wahrscheinlich, wo dann Matt Hardy auf dem Tisch liegt und Jeff Hardy tut ihn ein- oder festtapen und fest mit so einem Kabel am Tisch festbinden und steigt dann auf die Leiter, will draufspringen und Matt Hardy sagt dann, ja, I quit und dann gibt ihm Jeff Hardy noch einen Leg Drop und ja, Jeff Hardy hat das Match gewonnen, war dann das Ende der Fehde und ja, war ein guter Fehdenabschluss für eine beschissene Fehde. Ja, eine Fehde zwischen den Hardys funktioniert einfach nicht. Das ist nicht so wie bei Bret Hart gegen Owen Hart. Die Fehde war geil. Die Fehde nicht. Und ja, das Match war trotzdem gut. 3,25 Sterne hat Meltzer gegeben. Jo, kann man zustimmen irgendwie her. War
ein gutes Match, paar schöne Spots eingebracht, eine schöne Story mit reingepackt und ja, ein schöner Endspot. Jeff Hardy hat gewonnen und sein Aufstieg in diesem Jahr ging ja noch ein bisschen weiter. Ja. Aber nur ein bisschen. Nicht lange. Minus 5 Stars. WWE-Titel-Match, 6-Man-Tag-Team. Tag-Team-Match, ja. Nee, davor war das Santina gegen Becky. Minus 5 Stars, Fuck-Match, scheiß drauf, weiter. Ja, es Ja. waren 3 Sekunden, da hat Santino Marella Ja, Beth wenigstens. Phoenix besiegt. Das war Nächstes ein Match. shitty Comedy-Segment. Kein Stern von Legacy. Meltzer, von mir nix. Von mir minus 5 Stars. Legacy. Cody Rhodes, Randy Orton und Teddy DiBiase gegen Batista, Shane McMahon und Triple H. Batista hat auf der WrestleMania-Card nichts getrieben. Shane McMahon Der war sowieso ja nicht. verletzt zu dem Genau. Triple Zeitpunkt. H hatte ja den göttlichen Main Event gegen Randy Orton. Who's who's. Und Cody Rhodes und Teddy DiBiase hatten, meine ich, auch nichts zu tun. Ja, da liege ich richtig. Also quasi zwei Leute, die bei WrestleMania vertreten waren, hier gegeneinander mit ihren vier Geeks. Und ja, Match war ziemlich gut. War für mich wahrscheinlich so das zweit- bis dritt-, wahrscheinlich drittbeste Match am Abend. Nach dem Steamboat gegen Jericho Match und nach dem Main Event. Die hatten ein gutes Six-Man-Tag-Team-Match, viel Action drin. Am Anfang haben sie. Ist Triple H gegen Randy Orton gegangen, der hat ihm auf die Fresse gehauen, hat ihn Backstage erstmal vertrieben, sodass es eine Zeit lang dann 3 gegen 2 war. Also Batista, Shane und Triple H gegen Cody Rhodes und Teddy DiBiase. Irgendwann kam dann halt Randy Orton wieder zurück, Chancenausgleich und dann haben sie halt ein bisschen am Ende gecheatet. Das war ein ziemlich cooles Finish, dass dann der Ref abgelenkt war im Ring mit Randy Orton und Triple H und außerhalb des Rings haben dann halt Legacy ein paar Stühlchen eingesetzt gegen Shane McMahon und Batista und sie so besiegt und. Im Ring hat dann halt Randy Orton den RKO gezeigt gegen Trips und hat ihm dann in einem Six-Man-Tag-Team-Match den WWE-Titel abgenommen. Die Stipulation war hier ja nicht so, wer wen pinnt, kriegt den Titel, sondern egal wer den Pin macht, entweder Randy Orton oder Triple H wird halt als Champion das Match verlassen. Genau, es war ja nicht so, wo es war, dass jetzt, wenn jetzt zum Beispiel Cody Rhodes gepinnt hätte, wäre jetzt Cody Rhodes Champion, sondern wenn Cody Rhodes gepinnt hätte, wäre Randy Orton Champion gewesen. Bei DQ und Countout wechselt auch der Titel. War ja auch hier die Stipulation. Von daher gab es ja auch manchmal Situationen, wo Batista, glaube ich, mit dem Stuhl reinhauen würde, aber Hunter dazwischen ging und dann. Ja, gab es halt die Endsache und ja, Triple H wird nach dem Punt-Kick rausgetragen und Orton ist Champion. Ja, wurde ja in Anführungszeichen noch abgefuckt. Es gab ja ein RKO, dann gab es das Cover und dann ist Triple H bei 3,1 ausgekickt und der Ringgong ist schon ertönt, aber dann hat es doch nicht gezählt. Dann hat Randy Orton dann noch den Punt-Kick gezeigt und hat ihn dann nach dem Punt-Kick nach 24 Minuten gepinnt. Und ja, die Crowd hat mir hier gemerkt, war auch recht smarkig. Zumindest an dieser Stelle, denn Triple H wurde aus der Halle transportiert mit einer Trage und der hat die Hey Hey Nana Sprechchöre abgekriegt. Jo. Triple H, ne? Honey Hurst Helmsley. Alright. Main Event. Auf jeden Fall im Main Event und zwar das World Heavyweight Last Man Standing Match zwischen den Champion John Cena und Edge, was ganz klar das Match of the Night war. Ja, die hatten ja bei WrestleMania 25 hier rumgespielt, da mit Big Show, mit Vicky Guerrero da, wo die ein bisschen rumgevögelt haben, alle miteinander. Und jetzt gab es hier mal wieder Edge gegen John Cena, Nummer 35. 1000. Ja. Und ja, es war ein fantastisches Match. Haben sich durch die ganze Halle gebrawlt. Unvergessen der FU in die Zuschauer rein. Ja, also. Ringtreppen wurden geschmissen aus dem Ring gegen Edge von John Cena und ja, war knackiges Match. Und am Ende haben sie sich sogar bis auf die Halle geprügelt. Ich glaube, John Cena hat im Ring auch schon mal ein Concerto oder so ein Kram abgekriegt. Und dann wollte auf der Stage John Cena Edge einen Attitude Adjustment verpassen, aber dann kam natürlich Big Show. Natürlich. Und nimmt John Cena, verpasst ihm einen Chokeslam in so einen verkackten Scheinwerfer rein und alles explodiert und John Cena ist tot. Und Edge gewinnt den Titel. Genau.
Was ich noch daran erinnern kann, ich habe mal das Match auf Deutsch geguckt. Aber glaube ich 7, 8 Jahre her. Ich auch. Und da war ich noch, wie ich glaube, ich weiß nicht, wer es war. Ich glaube, das war Bernard Wolff. Wie die ganze Zeit, wenn John Cena den FU gezeigt hat, zu den Zuschauern oder als er diesen Bulldog da gezeigt hat, wie der dann gesagt hat, ist John Cena jetzt komplett bekloppt? Und ich habe mich da einfach nur freck gelacht. Da kann ich mich noch gut erinnern. So ist John Cena jetzt komplett bekloppt, ey. Und ich immer so, ja, es ist halt ein Last Man Standing Match. Er muss so brutal sein. Ah, das war schön. Das war schön. Ich kann mich nicht an deutsche Kommentatoren erinnern, die Emotionen zeigen. Sorry. Nee, aber ja gut, das war eine Scheiße. Aber ich musste einfach so lachen, weil ich mich an die Stelle noch erinnern kann. An den Rest kann ich mich gar nicht erinnern. Keine Ahnung, was die anderen danach gesagt haben oder was danach. Ich weiß nur diesen Satz da einfach. Ich habe bestimmt gesagt, Cena wins, lol. Cena wins, lol. Oh, Cena sucks. So direkt mal rausgehauen. Aber wie gesagt, das Match war super. Meltzer hat hier 4,5 gegeben. Würde ich mitgehen. Sehr, sehr schön. Schöne Aktion und der Endspot. Ja, gut. John Cena kann halt nicht clean gewinnen. Clean verlieren, meine ich. Und deshalb wird er so besiegt. Ja. Und damit ist Edge der neue World Heavyweight Champion. Genau, und Edge hat seinen Titel verloren bei WrestleMania in einem kurzen Triple Threat Match halt. Kennt man ja den Spot am Ende mit dem Triple FU quasi. Double. Ja gut, okay, drei Personen sind beteiligt. Aber trotzdem, ja, hat er dann den Teil wieder relativ schnell geholt. Und ja, das hat ja jetzt dazu geführt, dass Edge jetzt gegen den anderen Herrn gefädelt ist und John Cena ist jetzt logischerweise gegen die Big Show gegangen. Wer der andere Herr ist, werden wir wahrscheinlich noch klären. Ja, werden wir sogar noch klären. In der nächsten Classic Review dann. Ja. Und ja, das war Backlash. Das war Backlash. Da würde ich mal sagen, kommen wir nun zum Fazit der Match-Quali. Ja, die Matchquali war ziemlich gut. Also es gab, okay, es gab fünf wirklich gute Matches. Und zwei Matches, die waren halt total shitty. Und deshalb würde ich mal noch eine gute 8 geben. Ja, würde ich auch sagen. 8 Punkte von 10. Sehr gut. Gab halt einen guten Main Event. 3 3-Sterne-Matches, aber 2 klare Lowlights. Ja. Würde ich auch so 8 Punkte geben. Dann zur Crowd. Ja, die Crowd war gut. Die hat auch mal ein bisschen smarkiger reagiert, wie bei angesprochen, wie bei Triple H. Die sind im Main Event auch ganz gut auf Edge abgegangen. Und ansonsten hat es auch alles gepasst. Die haben Ricky Steamboat gut verabschiedet nach seinem Match mit ein paar Standing Ovations. Also das hat alles gepasst. Und von daher war das eine gute Crowd, die ich 8 Punkte geben würde. Ja, war eine schöne Crowd, hat mir auf jeden Fall gut gefallen und hat schöne Reaktionen gezeigt, schöne Sachen appreciated, wie halt mit Ricky Steamboat, wie du erwähnt hast. Deshalb gebe ich auch 8 von 10. Kommen wir nun zu den Promos. Es gab nicht viel, also es gab ein Backstage-Segment, das war ja schon noch mit Edge und Christian, haben sie halt ein bisschen über ihre Matches geredet. Ansonsten gab es halt den Shit mit Santina Marella und dem Great Khali, aber ansonsten gab es eigentlich nichts und deshalb würde ich hier auch kein Rating geben. Gebe ich auch keins. Dann kommen wir nun zum Fazit. Ja, war eine sehr, sehr gute Show. Also für ein B-Pay-Per-View auf jeden Fall großartig, muss man sagen. Und ich würde hier auch, es war kein perfekter Pay-Per-View, aber ich würde hier trotzdem locker die 9 Punkte geben, weil es einfach eine verdammt starke Matchqualität über den ganzen Pay-Per-View übergab, einen großartigen Main-Event. Das Booking hat eigentlich überall gepasst. Natürlich kann man sich darüber streiten, dass Big Show eingegriffen hat für Edge, okay. Aber ansonsten hat das Booking, okay, bei Punk kann man sich vielleicht auch noch streiten, aber ansonsten hat das Booking überall gepasst. Genau, das Booking hat so ziemlich gepasst. Es gab halt ein paar Booking-Fehler, meiner Meinung nach. Aber ansonsten war es letztendlich eine gute Show. Ich fand es schön, die geguckt zu haben. War ein schöner Pay-Per-View. Und hier würde ich auch die 9 geben.
Genau, da würde ich mal sagen, das war's zu Backlash 2009. Eine schöne Classic Review zu besprechen. Und ich würde mal sagen, wir hören uns dann in der nächsten Classic Review. Da würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. Ciao.